Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Forest. Der Hansi hat sich da oben versteckt. Ich hab den gerade besucht. Wir haben schon schön. Da war schon wieder ein Schrei. Wir haben schön gelacht. Wie ihr seht, da drüben haben wir schon was. Mal eine Blaupause hingemacht. Wir haben zwischen den Folgen ein paar Blaupausen gelegt. Dass wir schon mal wissen, was wir wo ungefähr bauen wollten. Die Liste ist ein bisschen größer geworden, ja. Und haben noch ein paar Sachen in der Pipeline, die wir jetzt in der Folge einfach bauen. Mal jetzt mal noch eine kleine Baufolge. Mein Schwert ist dreckig. Und der hat wieder Probleme. Da gucken wir uns schon mal um. Hier ein Weapon-Rack, was der Hansan falsch rum hier hingeblaupost hat. Da liegen die Waffen dann an der Wand. So. Mir ist gerade eine bessere Idee gekommen. Genau. Ja, das war geplant. Ja, ihm ist gerade eine bessere Idee. Nee, nee, Miste. Wo hab ich's denn? Rappen Reck. So, wie viel kann man? Was? 1, 2, 3. Ah, zu viel. 3 mal Rebel Floor. So. Besser? Ja, komm so. Ja, wenn's risch rum ist, ist es gut. Schuss. Ich geh mal ein paar Sneaks holen. Hab ich einen Zaun gebaut, Alter, und dann konnte ich nicht durchlaufen. Schau mal, jetzt mal noch ein bisschen Bammel. Dass hier mal wirklich was Großes von oben kommt. Von da oben? Ich hab zwar gerade nicht gesehen, wo du hinguckst, aber ich glaube, du weißt ganz genau, von wo oben ist meine. Da, wo das Hackfleisch herkam. Ja. Das mit dem Stuhl macht mich immer noch fertig, ey. Die Stühle brauchen extrem viel, ja. Ja. Krass. Aber die Pixel sich freuen, wenn die wieder online kommt. Und wir die kompletten Vorräte verbaut haben. Und wenn es so weitergeht, der Aerobase nicht mehr steht. Weil zwischen den Folgen haben sie ein bisschen. Was? Bis da haben sie ein bisschen hier oben rumgesneakt. Und hat geguckt, wo die Schreie herkommen. Er hat hier oben an der Klippe Schreie. Das ist ein bisschen da oben lang. Und da hat er beobachtet, dass sie bei der Pixel unter ihrem alten Treehouse standen und ein bisschen Terz gemacht haben. So, da haben wir ja eigentlich schon wieder alle Blaupausen dahin gebaut. Und Hansi, wir könnten schlafen, da können wir die Fallen im Hellen stellen. Also. Ja. An der Wand war noch was. Irgendwie verschwinden die Symbole jetzt bei mir aber. Stehst du? Ich hab geschlafen, bis du dich gedreht hast. Check. So, geht's wieder. Guten Morgen! Ob der gut ist, sehen wir, wenn wir heute Abend ins Bett gehen. Wie ich schon wieder immer E drücke. Ich hab dir ja gesagt, lass uns die Blaupausen in der Folge bauen. Ah. Ich war schon wieder hier übelst am E drücken wegen. Wir müssen ins Hauptdorf. Um ins Inventar zu kommen. Was willst du im Hauptdorf? Wir brauchen Farbe. Wen willst du? Ah, ja. Ja. Ganz genau. Genau, für das. So, das hab ich gerade schon gegessen. Das ist schon mal. Essen und getrunken. Alter, ey. Gegessen hab ich, getrunken hab ich. Wir wollten noch Hasenfallen bauen. Hasenfalle. Jep. Ah, da warst du ja schon. Baust du Hasenfallen? Ich baue Hasenstelle.
Nasenfallen. Ja, 2 ist ja schon eine Mehrzahl. Ich habe ja jetzt nicht von 20 geredet. Aber 2 ist schon viel. Naja. Das sind 62 Sticks. Bei 2 Stück. Yep. Hasenfall. Also ich habe schon mal 2 Blaupausen da oben hingemacht. Ich glaube, ich habe vorbei geskippt. Aha. Ja, leg's wieder arme Zivili. Viel weiter vorne als gedacht. Ja. René, es sind schon wieder verdammt viele von unseren Stickbäumen nachgewachsen. Ein Käfig oder 2? Also ich habe jetzt schon 2. Achso, Käfig. Ja, mach erstmal einen, da können wir dann. Gut. Hatte ich den zweiten schon gesetzt. Ich hoffe, die Geräusche bei euch jetzt. Drei Sticks. Ein Stick. Da die Vögel jetzt auch Geräusche machen, bin ich hier gerade öfter so geräuschtechnisch drauf. Von wo es kommt und was kommt. Ja. Ob das jetzt ein Vogel ist oder ob das irgendwas Schlimmeres wie ein Vogel ist. Aber es wirklich, also Lorsche mit dem Katana ist einfach mega geil. Ja. Bevor die gecheckt haben. Alter, jetzt dachte ich, hier ist ein Ureinwohner. Bevor die gecheckt haben, dass du das bist, haben die es schon hinter sich. Ich finde es ja gut, dass man muss ja hier eigentlich alles mit E aufheben. Aber ich finde es gut, dass es die Blätter automatisch aufhebt. Das wäre Killer. Ich schreiß jetzt erstmal noch die Blaupause von dem zweiten Stall ab. Was? Blätter. Warum? Ja, weil einer erstmal reicht. Denn Mucki und Mucki machen doch dann Mini-Muckis. Mini-Muckis? Ja, yeah, Stahl ist fertig. Ich hab die ersten 2 Sticks schon wieder in den Stickholder getan. Spiel Play 20 mit. Da haben wir das, da haben wir das. Wir sind einfach zu schnell. Jo, dann können wir uns ja wirklich noch auf dem Weg ins Hauptdorf machen. Wenn ich das gerade so, wie ich es ausspreche, für eine scheiß Idee halte. Was? Wie kommst du da auf? Wo fangen wir da an mit Schwimmen? Hinten. Rechts, also hinten der ganz außen dran. Check. So, ich habe schon wieder Lorsch erlegt. Ja, ich habe jetzt mal 3-mal getrocknetes Fleisch mitgenommen. Den Lizard-Herrscher mitgebracht. Ich habe 151 Zähne. Alter. Ja, 296. Ja, und du hast dich letztens noch gewundert, warum bei mir dauernd ein Stick durch die Gegend fliegt. Weil ich halt, wenn irgendwas zum Looten ist, ich das Ding loote. So, geht los oder was? 3-mal Hasen. Ey, warte mal, der eine Hase hier ist. Der ist ja scheiße, der ist ja schlecht. Was soll denn das? Ich bin bereit. Ja. Ich hab's mir nur noch mal angeguckt. Soll ich noch mal speichern oder? Mir wird schon schief gehen. Oh, definitiv.
Ach so, übrigens, das Update ist ja rausgekommen. 0.5.7. Man kann jetzt angeblich nicht mehr auf die Dächer klettern von Häusern, also von den eingeborenen Dörfern. Stell den Scheiß ernst. Doch. Gehen erstmal hier runter in das kleine Kackdorf und testen das. Und dann festzustellen, alles klar, Dorf Hier lauft das gecancelt. Hauptdorf. Dass diese Wiese hier so riesengroß. Ich hab jetzt übelsten Bammel hier. Das ist immer nach dem Update ganz schlimm, ey. Bammel, dass hier irgendwo, keine Ahnung, dass die hier mal so ein Dorf wieder bewohnt haben oder so. Ich will es nicht probieren, ob es geht. Ah, das wird schon gehen. Das geht nicht mehr. Alter, Yay. was ist denn mit denen nicht richtig? Warum? Aber warum? Ja, warum ist eine gute Frage? Ja, Weil das halt ein das schöner, war. einfacher Rückzugsort war, wo Ja. die Eingeborenen nicht immer hochgekommen sind. Ja, der Dicke ist halt da hochgerannt und ja, gut eingeboren und sind manchmal da hochgerannt. Alter. Ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal mit der Pixel aufnehmen, erzähl mir dann das nicht. Du bist ja fies. Wo laufen wir jetzt eigentlich lang? Oder wo war die Base? Da. Hauptdorf, Komm, warte mal, ich muss dir was mir überlegen. wir haben schon ganz andere Sachen verkackt, da verkackt man das jetzt auch los. Hier ist schon wieder Besuch, Alter. Also was ja immer noch so safe ist, hier so, auch so Steine, erhöhte Position, da kann man sich ja immer noch ein bisschen fernhalten, hoffe ich. Das sieht mich nicht. Hoffen wir es mal. Meine Frage nebenbei, haben wir im Hauptdorf eine Fahne? Nee, ne. Gut. Was ist Hallo. denn? Hallo. Drei hier, die. Hallo. Der hat uns Dornflitzer. nicht, der hat uns nicht gesehen. Ah, die machen jetzt Gebetskreis. Der eine guckt ganz komisch. Sag jetzt nichts Falsches. Hey Keule, was ist denn mit du? Ist der jetzt an uns vorbeigerannt, weil wir beide sneaken oder weil der blind war? Ey, warte, warte, halt still, halt still! Hätte ja klappen können. Alter, wir hatten übelst Großes vor. Jetzt sitzen wir hier wie die Schisser auf dem Stein und beobachten den Gebetskreis. Wir sitzen nicht wie die Schisser auf dem Stein. Wir beobachten halt. Ne? Genau. Oh. Alter. Du wolltest schon wieder Gehacktes machen. Das war schon wieder, bis er kommt. Miets, miets, miets. Komm, mein Schwert ist so schon blutig. Ich habe mal den Gebetskreis aufgelöst. Schön, Mit dass ihren ich gerade bin. satanistischen Ritualien. Das ist alles nur Fake, was sie machen. Ich muss mal kurz hier durchatmen. Meine Ausdauer ist ja. Ich hab da einmal draufgeschlagen, da war der Kopf ab. Vor allen Dingen rollt er hier. Kann man den Weil. aufheben? Als Trophäe? Mensch, ich wollte gucken, ob er es bis zur Masse schafft. Ich will gucken, ob man den als Trophäe bei uns an der Wand nageln kann, vielleicht nach dem Update. Ja, warum killen die Killer? Jetzt ist er tot.
Schon ein paar gefunden. Ich sehe einen Feuerstrand. Was? Feuerstrand? Wer hat das denn hier hingebaut? Keine Ahnung, ich kann es auch nicht anmachen. Ich genauso wenig. Gut. Gib dir eine Bugs mehr. Mein Schwert ist sauber. Sind von fies. So, hab ich. Haupthof? Ja, schlug es einfach irgendwo hin. Die Richtung ist gut. Wir müssen dann irgendwann da hinten hart rechts weg. Vor allem. Schon was. Eins, zwei. Drei. Alter. Ah, die halten ja gar nichts aus, ey. Jo. Nicht wirklich. Ich komme mal hier deine Flanke safen. Aua, aua. Scheiß Baumstamm hier, komm doch mal runter von dem Ding. Lass mal hier mit Blaubeeren cheaten. Ich muss es mal hier mit Luft holen. Also für sowas sind Blaubeeren mega geil. Oh, was ist denn mit Bio? Guck, ganz traurig. So wie der sich gerade verhalten hat, geht es ihm jetzt viel besser da, wo er jetzt ist. Was ist denn mit dir? Alter, der hat ja flink geschlagen. Ja. Gut. Da hat meine Rüstung ganz schön was abgekriegt. Ja. Energy Mix. Ja, muss reichen, kann weitergehen. Jetzt haben wir ja hier schon einige, also jetzt hat es sich ein Feuer doch angeboten, aber naja. Ja, das Katana hört sich aber cool an, wie das durch Fleisch gleitet. Irgendwann müssen wir zwanghaft nochmal bei uns an der Base, auf der Wiese oben, ich will da unbedingt ein Bonfire errichten. In der Hoffnung, dass es dann irgendwas anzuzünden geht. Alter, der Kackstuhl. Traust dich nicht, Feigling, Feigling. Nein, spring nicht! Okay. Stroh. Wäre geil gewesen, wenn man sich da draufsetzen könnte. Der liegt oder? In der Luft. Siehst du denn? Ja, ja, das wird die Alpha-Plane quasi sein von der Oberfläche. Du meinst, dass du hier einen Base-Jump reinmachst? Nee, weil die Höhenwelt ja eine andere Welt ist wie unsere Welt. Ich habe auch hier gerade übelste Grafikfehler, wenn ich an Wasser ranlaufe. Also hier, das Wasser ist bei mir gerade total buggy. Och nö, nicht das Wasser. Geht bei mir. Nee, das ist ja gerade so dreigeteilt. Das ist ganz schlimm aus. Lava-Spiel. Das schaff ich nicht. Nee. Das war mit Bunny Hook. Zwei Blöde im Survival-Game, weißt du, ich spiel ein Lava-Spiel. Ich bin verbrannt. Jo. Ja. Haupthof ist, glaube ich, in eine andere Richtung.
Hauptdorf ist noch ein Stück hin und dann hart rechts weg, quer durch den Wald, an den ganzen Bewohnern vorbei und dann, ja. Jetzt zeigt mir hier im Boden ein weißes ein Haus an. Ist das in der Höhle? Haben wir ja eigentlich ausgemacht. Richtung Loch oder was? Ja, wenn so wie ich jetzt gucke. Nee, da ist 45 nichts. Grad nach unten in die Erde. Seltsam. Da ist nichts. Ich habe irgendwie die Befürchtung, halt auch da der Grafik hier am Wasser so backt, dass hier gleich irgendwas abschmiert. Nicht gut. Da wir zeitlich ja eh erstmal in den Folgen-Switch machen können. Würde ich vielleicht sagen, wir können ihn nirgendwo speichern. Ah, verdammt. Sonst hätte ich mal einen Neustart gemacht. Ja. Fix mal am Flugzeug einen temporary shelter bauen. So ungefähr. Am nächsten. Das ist ja wohl zu einfach. Wenn die Bursche direkt vor einem spawnen, die ersten 4-5 Sekunden laufen die ja nicht los. Weil die ja, die müssen sich ja erst in der Sonne aufwärmen. Das ist die aktiv werden. Sehr realistisches Spiel. Die Flugzeugnase. Die Position hier ist total geil. Aber Aber irgendwo wäre es halt schon cool, wenn die trotzdem jedes Mal woanders wäre. Bei jedem Spielstand. Weil die Stelle halt hier mega geil aussieht. Kann man einfach nicht sagen. also wenn alle Stricke reißen, können wir bestimmt auch ein Base bauen. Nein. Wenn mir jetzt ernsthaft zwei Sticks. Lass mich da verarschen. Bin ich nicht der Einzige, der einen Stein mit aufgehoben hat. Wisst ihr, was es hier noch gibt? Direkt um die Ecke. Schildkröten. Wieder so ein Feuer, was man nicht anmachen konnte. Das Feuer haben wir aber gesetzt, das weiß ich noch. Ne, das war aber auch so einfach so aussah wie das vorhin. Und das ging auch nicht an. Ja, aber das Feuer, was hier war, das haben wir gesetzt. Also Verasi. Ist der Höhleneingang, wo man schon mal in irgendeinem der ersten übelst von Virginias und so überrannt worden. Wo wir dann nicht wussten, ob ins Loch oder aus dem Loch raus. Ja, wo du hier tot Hallo am Loch Vera. lagst und ich dich nochmal wiederbelebt habe. Ah, hier ist ein Bewohner und ich habe keine Energie mehr. Wo denn? Hier oben bei mir. Hallo Vera, Hallo Vera. Yeah. Ja, Hansi, wir wollten eigentlich temporary shelter bauen. Ja. Ich bin auf dem Weg. Temporäre. Ich hab's schon wieder vergessen. Fast. Noch ein Weg, noch ein Weg. Meine Energie ist alle. Schildkröte. Aus welchem Film ist das? Schildkröte, mein Freund. Muss selber gerade überlegen. Fluch der Karibik. Hansi? Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Schwimmen. So, dann würde ich schon mal mich verabschieden. Vielleicht können wir hier auch direkt gleich mal schlafen. Passt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen und oder ein Abo dalassen. Und da könnt ihr auch sehen, wie das hier beim nächsten Mal weitergeht. Ob wir es zum Hauptdorf schaffen, ob wir es zurückschaffen, was von unserer Base noch übrig ist.
Das alles in den nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.